Hallo Leute, auf meinem Kanal beschäftige ich mich ja mit dem Thema Tee und ich wollte heute mit euch die Frage klären, was genau das eigentlich ist und was das Ganze so interessant macht. Zunächst einmal wollte ich mit euch über den Begriff Tee reden. Hier in Deutschland benutzen wir den Begriff sehr weit gefächert für ja viele Heißwasseraufgussgetränke, die aus irgendwelchen Pflanzenteil gemacht werden, außer für Kaffee. Im Endeffekt ist es aber so, dass es tatsächlich eine Teepflanze gibt, die in Südostasien ja beheimatet ist, mittlerweile auch in vielen anderen Regionen dieser Welt angebaut wird. Und aus dieser Pflanze macht man zum Beispiel Grüntee und Schwarztee und noch ein paar andere Arten. Darauf komme ich aber gleich. Bei dieser Teepflanze handelt es sich um die Camellia sinensis. Diese wächst ursprünglich hauptsächlich in China und in ein paar Länder, die südöstlich von China liegen, wie zum Beispiel Thailand oder Myanmar. Der Legende nach wurde Tee vor rund 4000 Jahren als Aufgussgetränk entdeckt, als sich der Kaiser Shennong mit einer Warmwasserschale unter einen Baum setzte, einen Teebaum wohlgemerkt, dort einschlief und als er aufwachte, sah er, dass ein paar Blätter von dem Baum in sein warmes Wasser gefallen waren und das Wasser sich leicht verfärbt hatte. Neugierig wie er war, hat er davon probiert. Und es hat ihm sehr, sehr gut geschmeckt und er fühlte sich sehr wohl. Und daraufhin wäre das Ganze verbreitet worden. Ja, Legende hin oder her, Tatsache ist, dass in vielen Ländern unserer Welt mittlerweile sehr viel und sehr exzessiv Tee getrunken wird. Aber warum gerade Tee? Was macht diese Pflanze so besonders? Beziehungsweise was macht das Produkt so besonders? Tatsache ist, dass es ja 6 Arten gibt, in die man Tee grob unterscheiden kann. Wenn man möchte, kann man innerhalb jeder dieser Arten nochmal enger unterscheiden, aber 6 Grundarten. Das Besondere dabei ist, dass alle diese Arten von Tee aus den gleichen Blättern gemacht werden, also von den Blättern von der gleichen Pflanze. Alles, was sie unterscheidet, ist, wie sie hinterher verarbeitet werden. Und genau da kommt das Interessante, weil nur die Verarbeitung macht aus ein und demselben Blatt ein komplett anderes Produkt, was ein komplett anderes Geschmacksprofil entwickeln kann. Diese 6 Grundteearten sind der grüne Tee, wie man ihn zubereitet, habe ich euch schon in einem Video erklärt. Der schwarze Tee, den kennen die meisten auch noch. Und jetzt kommen so ein paar Sachen, die in Deutschland nicht viele kennen. Da wären der Oolong-Tee, der zwischen dem schwarzen und dem grünen Tee liegt, der weiße Tee, der gelbe Tee und Pu'er-Tee. Ich werde euch jetzt kurz erklären, worin sich diese Arten unterscheiden und euch nebenbei noch ein paar Beispiele einblenden, damit ihr auch mal sehen könnt, wie das Blatt gut so aussehen könnte. Nummer 1, der grüne Tee. Beim grünen Tee ist es so, dass reife Blätter von den Pflanzen geerntet werden. Und dann, nachdem sie ein bisschen mechanisch bearbeitet werden, damit Zellsaft austritt, direkt mit Hitze bearbeitet werden. Das wird gemacht, damit die Blätter nicht oxidieren. Und damit kommen wir auch schon zu Nummer 2, dem schwarzen Tee. Der schwarze Tee ist ein Tee, bei dem die Blätter nach dieser mechanischen Behandlung eben nicht direkt mit Hitze deaktiviert werden. Also sprich, der Sauerstoff kann mit den Zellsäften reagieren, das Ganze oxidiert und die Blätter werden dunkel. Nummer 3, der Oolong-Tee. Einige haben vielleicht schon mal davon gehört oder sogar schon welchen probiert, anderen ist er vielleicht bis jetzt noch ganz unbekannt. Beim Oolong-Tee handelt es sich um eine Zwischenvariante zwischen Grün- und Schwarztee. Es gibt noch ein paar andere Besonderheiten, die erkläre ich euch dann aber in einem entsprechenden Video. Fakt ist aber der, beim Schwarztee wird im Endeffekt gewartet, dass das Teeblatt komplett durchoxidiert ist, mehr oder weniger. Also ganz, ganz durchoxidieren wird es nicht. Aber beim Oolong ist das Besondere, dass je nachdem, was für ein Oolong gewünscht ist, also was man für ein Endprodukt haben will, dieser Oxidationsprozess irgendwann zwischen dieser Riesenspanne von gar nicht oxidiert bis ganz durchoxidiert gestoppt wird. Nummer 4, der weiße Tee. Beim weißen Tee handelt es sich um einen Tee, der gepflückt wird zu einem Zeitpunkt, wo die Blätter entweder noch gar nicht aufgegangen sind oder gerade frisch
sodass an den Blättern noch ein gewisser weißer Pflaum vorhanden ist, woher auch der Name kommt. Diese Blätter werden dann in die Sonne gelegt und gar nicht groß weiter mechanisch verarbeitet, wodurch sie einen sehr, sehr milden Geschmack behalten. Nummer 5, der gelbe Tee. Der gelbe Tee ist eine Besonderheit, mit der ich persönlich auch noch nicht allzu viel Erfahrung habe. Die Sache ist aber die, gelber Tee wird ähnlich produziert wie schwarzer Tee. Die Oxidation findet aber unter einer sauerstoffarmen Atmosphäre statt, sodass sie nur sehr langsam voranschreiten kann. Und dadurch entsteht ein ganz eigenes Geschmacksprofil. Nummer 6 und eine meiner großen Leidenschaften, der Pu'er-Tee. Beim Pu'er ist das Besondere, dass man ein lebendiges Produkt bekommt. Nein, keine Sorge, es rennen keine Viecher da drin rum. Es ist einfach so, dass die Blätter nach dem Pflücken in der Sonne trocknen gelassen werden, ähnlich wie beim Weißtee, und dann auch mit Hitze behandelt werden, wie der Grüntee, aber nicht so heiß, dass sämtliche biochemischen Prozesse unterbunden werden. Das heißt, dieser Tee reift mit der Zeit. Pu'er kann man nochmal in zwei Arten unterscheiden. Es gibt einmal den Sheng Pu'er oder den Rohen Pu'er und dann gibt es den Shu Pu'er oder den reifen oder gekochten Pu'er. Der Unterschied ist folgender. Der Sheng Pu'er wird gepflückt, in der Sonne getrocknet, dann wird er weiterverarbeitet und dann gepresst. Also Pu'er kommt meistens in so gepresster Form auf den Markt. Und beim Shu Pu'er ist es so, dass man vor dem Pressen noch einen Schritt eingebaut hat, bei dem der Tee in einer feuchtwarmen Umgebung, das sind meistens so Kammern, nochmal reifen kann. Und zwar extrem schnell. Ursprünglich war die Idee, dass man schnell und einfach gereiften Pu'er auf den Markt bringen kann. Vor allen Dingen auch billig. Was dabei entstanden ist, ist aber nochmal eine neue Art von Tee. Also sie haben schon ihre Ähnlichkeit. Es ist nicht so, als könnte man komplett sagen, ja, das sind ganz zwei verschiedene Dinge. Aber es ist schon so, dass das Geschmacksprofil ein besonderes ist. Es mag nicht jeder, aber es kann sehr interessant sein. Wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt und immer noch nicht so recht was mit dem Thema anzufangen wisst, möchte ich euch jetzt noch ein paar Gründe nennen, warum Tee eigentlich ein interessantes Thema und vor allen Dingen auch ein spannendes Hobby sein kann. Eine Sache ist die Geschmacksvielfalt, die Tee mit sich bringt. Es gibt halt diese 6 Grundarten und innerhalb dieser Arten gibt es noch zig Unterscheidungen und die schmecken wirklich alle verschieden. Klar hat man mal Ähnlichkeiten untereinander, aber es ist ein sehr spannendes Feld und man lernt nie aus. Ein weiterer Punkt ist die Kultur, die mit dem Tee einhergeht. In vielen Ländern dieser Welt wird Tee schon seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden getrunken und zubereitet. Viele Dinge in den Kulturen sind durch den Tee auch mit beeinflusst. Tee war mal eine Währung in China. Im Handel mit Russland über die großen Routen wurde Tee als Bezahlungsmittel genutzt. Auch in Japan und anderen Ländern hat Tee die Kultur mitgeprägt. In Japan zum Beispiel hat man irgendwann die Teezeremonie in Form der Matcha-Zubereitung immer weiter ausgebaut, sodass sie irgendwann tatsächlich auch als zeremonielles Mittel in politischen Begegnungen genutzt wurde. Was auch interessant ist, was bei der Kultur ein bisschen mitschwingt, ist, dass ihr diejenigen seid, die am Ende die Zubereitung noch machen müssen. Also ihr kriegt quasi einen Rohstoff, den fertig produzierten Tee, und seid dann diejenigen, die verantwortlich dafür sind, dass daraus auch was wird. Klar sorgt es auf der einen Seite auch für viele Fehlversuche, aber auf der anderen Seite bringt das mit sich, dass ihr aus einem und demselben Produkt ganz viele verschiedene Ergebnisse rausbekommen könnt, je nachdem, wie ihr es zubereitet, was ihr für ein Wasser nehmt, was ihr für eine Wassertemperatur nehmt, Ziehzeit, Dosierung, ja sogar das Aufgussgefäß kann was am Geschmackserlebnis ändern. Wenn euch das alles nicht interessiert, Geschmack und Kultur und Zubereitung, ja, dann kann ich euch auch nicht helfen, aber trotzdem habe ich noch ein paar Gründe, warum Tee eigentlich ein tolles Genussmittel ist. Tee beinhaltet Koffein. Koffein kennt man ja auch aus Kaffee, macht wach. Beim Kaffee ist es so, dass das Koffeinlevel relativ schnell hochgepusht wird, ihr relativ schnell wach werdet, aber es dann auch relativ schnell wieder abfallen kann. Beim Tee ist das anders, denn im Tee sind auch noch andere Stoffe mitgelöst, die dafür sorgen, dass der Koffeinpegel sich langsam erhöht und langsamer wieder absinkt.
Gleichzeitig bewirkt das, dass ihr in eurem Koffeinschub auch noch fokussiert bleiben könnt. Ein weiterer schöner Aspekt ist, dass Tee keine bösen Nebenwirkungen hat. Nein, im Gegenteil. Man hat sogar nachgewiesen, dass bestimmte Stoffe im Tee auch das Krebsrisiko vermindern können. Natürlich, es ist jetzt kein Wunderheilmittel. So viel Tee könnt ihr gar nicht trinken, dass ihr dadurch gerettet werdet oder dass dadurch ein Krebs, den ihr vielleicht schon habt, komplett abgetötet werden könnte. Nein, das will ich auch gar nicht behaupten. Aber die meisten Genussmittel haben extremste Nebenwirkungen. Alkohol zum Beispiel, Nikotin, auch Kaffee schlägt extrem auf den Magen. Wenn ihr viel zu viel Tee trinkt, dann kann euch das durch das Koffein auch ein bisschen passieren. Aber beim Kaffee ist das wesentlich stärker ausgeprägt. Schön ist auch, dass ihr durch Tee nie in einen Zustand kommt, in dem ihr nicht mehr zurechnungsfähig werdet. Beim Wein oder Whisky, die ja auch schöne, vielfältige Genussmittel sind, ist halt Alkohol drin. Ihr könnt so viel Tee trinken, wie ihr wollt. Außer, dass ihr vielleicht nicht schlafen könnt, wegen des Koffeins, oder ständig zur Toilette rennen müsst, seid ihr noch absolut arbeitsfähig, fahrfähig und überhaupt auch sozial kompetent. Wenn ihr das Video bis hierhin gesehen habt und es euch gefallen hat, dann würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, mir einen Daumen hoch gebt und auch den Kanal abonniert. Alles klar, ich hoffe, wir sehen uns nochmal und sagt bis dann, euer Telix. Ursprünglich wurde diese Technik... Beim weißen Tee handelt es sich um einen Tee, wo die Blätter gepflückt werden, wenn sie noch nicht ganz ausgeknospt sind.